Shalom, Shalom. Wir sind immer noch bei dem Büchlein Sorgenfalten stehen mir nicht, denn Gott liebt es zu segnen. Und Gott liebt es zu segnen. Und zwar dich zu überraschen mit Segen. Und diesen Büchlein kannst du, oder mit diesen Botschaften kannst du die Prinzipien lernen, wie du den Segen Gottes freisetzen kannst und wie er wirklich ein segnender Gott ist. Das nächste Thema ist der Segen der Dankbarkeit. Neben dem, dass wir den Zehnten geben und allgemein einen großzügigen Lebensstil pflegen sollen, ist ein dritter Schlüssel zum Segen die Dankbarkeit. Im 5. Mose 8,10 lesen wir: Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Und in den Versen 11 bis 14 und 17 lesen wir, auch im 5. Mose 8, passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, seine Vorschriften, seine Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Schaf, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Denkt nur nicht, ihr wärt aus eigener Kraft und Anstrengung reich geworden. Erinnert euch vielmehr daran, dass es der Herr, euer Gott ist, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Denn er erfüllt den Bund, den er mit euren Vorfahren schloss und der jetzt noch gilt. Dankbarkeit für das, was wir bekommen, ist sehr wichtig. Sie vergegenwärtigt uns permanent den Segen Gottes, sodass wir Gott nie aus den Augen verlieren und unser Herz sich immer mehr wieder mit einem frohen Danke zuwendet. Dankbarkeit verhindert Bitterkeit in unserem Leben und bringt Zufriedenheit. Wir bleiben dadurch offen für Gottes Güte, unser Glaube wird nicht getrübt und unsere Erwartungen bleiben positiv. Dankbarkeit ist eine Kraft, eine Herzenseinstellung. Sie ist ein Lebensstil und kann gelernt werden. Man wird nicht unbedingt mit dieser Gabe geboren, denn wir sind ja mit einer anderen Natur, nicht mit der göttlichen Natur geboren worden. Doch sie ist sehr wichtig und das Wort Gottes fordert uns heraus, ihn in allem zu loben und ihm die Ehre zu geben. Was immer auch geschieht, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Im 1. Thessalonicher 5,18. Du wirst ein dankbares Herz bekommen, wenn du dich immer wieder an die guten Dinge erinnerst, die der Herr schon getan hat. Und das, wofür du dankbar bist, wird sich multiplizieren. Da fließt Segen. Dankbarkeit ist letztlich auch eine Form von Geben. Denn wir geben Gott das zurück, was ihm gebührt. Lass uns also auch in dieser Hinsicht großzügig sein. Es lohnt sich, denn wir kommen auf diese Weise in Gottes Gegenwart, unabhängig von den Umständen. Im Psalm 100. Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde, betet ihn voll Freude an. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns erschaffen und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und lobt seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Ihr Lieben, Dankbarkeit wirkt auf andere Menschen anziehend. Denn wer dankbar ist, ist zufrieden, freudig, konzentriert sich auf den Segen, das Leben. Gleichzeitig heißt das nicht, dass man immer frei von Stress, Leid oder Schwierigkeiten wäre. Aber gerade deshalb wirkt diese Lebenseinstellung so positiv auf andere. Dank ist auch der sichere Beweis, dass wir Gott glauben und dass wir das, was er uns gibt, annehmen. Vielleicht kennst du die Geschichte von den 10 Leprakranken, die Jesus heilte. In Lukas 17, 10 bis 19 lesen wir davon. Nur einer kam zurück,
um ihm zu danken. Welch eine traurige Bilanz. Und ich persönlich bin überzeugt, dass von den 10 der eine geheilt geblieben ist, aber die anderen wieder anfällig wurden mit der Krankheit. Denn nur, wofür wir danken, dass wir frei sind, das behalten wir, das empfangen wir. Die haben die Heilung nie richtig empfangen. Ich habe jetzt 5 Tipps für dich, was dir dabei helfen kann, dankbar zu werden. Erstens, erkenne, dass Undankbarkeit eine Sünde ist und den Heiligen Geist betrübt, und bekenne sie. Verzichte auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Epheser 4, 29. Bekenne die Sünde der Undankbarkeit und bitte um göttliche Überführung. Glaube, dass Gott einen Ausweg aus jeder Not hat. Wenn du ihm dein Herz hinhältst, wird er es verändern und dir eine neue Sicht auf die Dinge schenken. Hör auf, über Dinge zu reden, die nicht auferbauend sind. Schweig lieber, als Negatives von dir zu geben. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Davon lesen wir in Philipper 4,8. Ich glaube, da müssen wir immer wieder Buße tun. Wir sind gefordert, uns auf das auszurichten, was auferbauend und angenehm ist. Nicht auf das, was nicht klappt, schiefläuft, nicht nach unserem Geschmack ist und so weiter. Konzentriere dich auf die Segnungen, die so offenbar sind in deinem Leben. Gott hat in jedem Kind seiner Kinder unendlich viel geschenkt. Wenn du denkst, dass es in deinem Leben nur Schlechtes gibt, dann glaubst du einer Lüge des Teufels. Im Psalm 23,5, du überschüttest mich mit Segen. Halleluja. Und der Gottesfürchtige wird mit Segen überhäuft. Sprüche 10,6. Überlege doch einmal, für was in deinem Leben bist du dankbar? Wo überall darfst du die Segnungen Gottes genießen? Welche Geschenke hat Gott dir gemacht? Ich bin überzeugt, wenn du dir einmal ein wenig Zeit dafür nimmst, dafür nachzudenken, werden dir unzählige Dinge einfallen. Vielleicht denkst du, du bist nicht gesegnet und alles in deinem Leben läuft schief. Doch das ist nicht der Fall. Versuche einmal, eine andere Brille aufzusetzen, die der Dankbarkeit. Wenn es dir schwerfällt, die Segnungen Gottes in deinem Leben zu erkennen und du immer wieder in eine negative Haltung abrutscht, kann dir vielleicht auch diese Übung helfen. Schreibe jeden Abend vor dem Schlafengehen 3 Dinge in ein Buch, für die du dankbar bist. Am Anfang musst du vielleicht ein wenig überlegen, aber je öfter du diese Übung machst, desto leichter wird es dir fallen. Am Ende findest du vielleicht sogar mit Leichtigkeit 5 oder sogar 6 Sachen, die der Herr dir an dem Tag geschenkt hat. Probier es einmal aus. Nächste ist, entscheide dich zu glauben, dass Gott denen, die ihm vertrauen und ihn lieben, alles zum Besten zusammenwirken wird. Er lässt es zusammenwirken. Im Römer 8, 28 bis 29. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinen Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Ich habe mir angewöhnt, Gott für alles zu danken, ob ich es verstehe oder nicht, ob ich es mag oder nicht, ob ich dafür gebetet habe oder nicht. Gott hat es zugelassen und deshalb sage ich Danke. Einfach im Gehorsam, ohne Gefühle. Es ist eine Entscheidung. Wenn wir uns entscheiden, dann werden die Gefühle auch nachfolgen. Nach dem Danken sage ich, Herr, jetzt wird es sehr spannend, wie du aus dieser Situation noch etwas Gutes machen kannst. Aber du hast dich dazu in deinem Wort verpflichtet und ich werde es erleben, denn du bist treu. Und als Nächstes, zieh dich von undankbaren und streitsüchtigen Menschen zurück.
Ich möchte, dass ihr das Gute klar erkennt und euch von allem Bösen fernhaltet. Römer 16, 19. Undankbare Menschen beeinflussen dich negativ. Sie schaffen eine Atmosphäre der Ermutigung. Deine Motivation wird gebremst. Du verlierst Energie. Was dich bisher mit Freude erfüllt hat, erscheint plötzlich als unattraktiv. Ja, unmöglich. Solche Leute zerstören die Träume Gottes in dir und für dich. Wenn möglich, weiche diesen Menschen aus. David kannte dieses Problem, wenn er mit Saul zusammen war. Und da lesen wir davon in 1. Samuel 18, 10 bis 11. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David, in Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Was sind die Auswirkungen von Undankbarkeit? Sie macht dich blind für die Segnungen Gottes. Du wirst kritisch, zynisch und suchst überall das Haar in der Suppe. Doch Gottes Ziel ist es, dich in seine Ruhe und Gegenwart zu führen, damit du seine Güte erkennst und dankbar wirst. Deshalb ist Verlust manchmal die beste Heilung für Undankbarkeit. Übrigens sollen wir nicht nur für das Gute, sondern für alles dankbar sein. Für alles zu danken. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistige Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist in Epheser 5, 19 und 20. Mir wurde kürzlich bewusst, dass ich für eine Situation noch nie gedankt hatte. Bei unserem Gebetsberg, unserem zweiten Hauptquartier in Uganda, gibt es jede Menge Affen. Die waren ziemlich unverschämt. Sie fraßen alles, was gut war. Alle Mangos, alle Papayas, sie gruben mir auch die Süßkartoffeln aus. Ich hasste diese Viecher wirklich. Aber Gott sagte mir, ich solle ihm für sie danken. Nachdem ich das getan hatte, zeigte er mir, was ich tun sollte. Ich fragte ihn nämlich, was mögen die Affen nicht? Was würden sie nicht fressen? Er sagte, Zitronen. Ich habe daraufhin viele Zitronenbäume gepflanzt und keine einzige von ihnen wird mehr von den Affen gefressen. Jetzt haben wir massenhaft Zitronen, gerade in einer Zeit, wo Vitamin C so wichtig ist. Ich lobe und preise Gott nun für diese Affen. Sie sind nett zum Anschauen, aber freche Biester. Vor vielen Jahren hat es mir sehr geholfen, aus meiner Undankbarkeit herauszukommen, als ich Gott, meinem lieben Vater im Himmel, einen sehr langen Brief schrieb und ihm für alles dankte, was mir einfiel. Und zwar für das, was ich als gut empfand, genauso wie für alles andere. Also Verluste, Versagen, Entbehrungen, unerfüllte Wünsche, Enttäuschungen, meine Feinde und alle Ablehnung. Wie wäre es, wenn du einmal Gott so einen Brief schreiben würdest, indem du ihm wirklich für alles dankst? Gott wird dir zeigen, wie er auch das, was in deinem Leben nicht so gut ist, zu deinem Besten wirken lässt. Du wirst erleben, wie sich viele Knoten und Spannungen in deinem Herzen lösen und neues Vertrauen entsteht. Vor Jahren habe ich von jemandem einen wunderschönen Korb bekommen. Der wurde zu meinem Gebetskorb, in dem ich nun alle meine Sorgen, Bedenken, Wünsche, Erwartungen werfe. Darin liegt auch ein Zettel, auf dem steht, ich bin es Gott. Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern. Aber bitte vergiss nicht, ich brauche auch deine Hilfe dazu. Sollte es je geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuche erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen, sondern sei so freundlich und wirf es in die E-D-J-E-Box. Und zwar heißt es, etwas, das Jesus erledigt, Box. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit, nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in die Box geworfen hast,
dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es etwa wieder herauszuholen. Jedes Festhalten oder jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, komme bitte dennoch zuerst im Gebet zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleibe ruhig, mein Kind. Wenn du mich brauchst, erreichst du mich mit einem Gebet. Warum schreibst du diesen Brief nicht noch heute? Selbst wenn es vielleicht schmerzhaft ist, weil du weinen musst und vieles noch wehtut, deine Verluste, deine Enttäuschungen, wo du verraten oder nicht ernst genommen wurdest, wo deine Liebe missbraucht wurde. Danke Gott für alles und er wird dein Herz heilen und wird alle Situationen zu deinem Besten zusammenführen, denn das hat er versprochen. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben und Zweifel sind vom Teufel. Ihr Lieben, fangt an, nicht weil du dich dankbar fühlst, sondern was dich heute noch stört, was dir heute noch wehtut, sag nur, Vater, verstehen, du es nicht mögen, du es nicht und gebetet aber auch nicht dafür, du hast es zugelassen und jetzt sage ich einmal Danke. Und sag dir so lange Danke, bis meine Gefühle auch mitmachen. Amen. Und du wirst sehen, du schaust dann, du hast dann ein Leben ohne Haken, die dich zurückziehen wollen, sondern du gehst vorwärts. Und Gott wird alles zum Besten zusammenwirken lassen. Aber nicht zu der Zeit, wo du davon träumst. Ja? Ich vertraue, dass du heute wirklich was gelernt hast und dass du wirklich durchbrichst in ein Vertrauen zu Gott, dass nichts mehr dich erschüttern kann. Wisst ihr, für alles, wenn Dinge kommen sofort, die ich nicht verstehe, nicht mag und schon gar nicht gebetet habe dafür, sage ich, Herr, danke, danke, danke. Ich verstehe es immer noch nicht, aber du hast es. Es hat deine Inspektion passiert und du hast es zugelassen. Und du weißt viel besser, was das bewirken soll. Und so sage ich dir einmal Danke. So macht bitte, sucht euch eine Schachtel oder einen Korb. Das ist eine EDJE-Box, etwas, das Jesus erledigt Box. Schreibt die Sorgen auf und wirf sie hinein. Und da möchte ich euch noch aus dem Wort Gottes was vorlesen. Im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Demütigt euch nun unter die allmächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge, wie viele Sorgen? Alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Amen. Und dann heißt es, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Okay, und dann heißt es, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Fangt an, Gott zu loben und zu danken in allen Situationen und ihr werdet sehen, wie der Teufel frustriert von dir abhaut. In der Liebe Gottes segne ich euch mit dem kindlichen Glauben und Vertrauen, dass ihr einem Vater dient, der nur das Beste für dich vorhat und alles, was dir widerfährt, zum Besten zusammenwirken lässt. Shalom, shalom, herzliche Liebesgrüße aus Uganda.